Vor etwa einem Jahr habe ich in einer meiner Predigten, die ich halten durfte, gesagt, es ist wichtig, dass wir lernen, die Sünde zu hassen, wie Gott sie hasst. Daraufhin kam ein Bruder im Herrn, der mir zugehört hat, auf mich zu danach und sagt, Andreas, du hast das gesagt, aber wie lerne ich das? Und seit einem Jahr ungefähr trage ich mich mit dem Gedanken im Kopf herum und denke, ja, was könnten wir denn machen? Was könnte ich als Prediger sagen, was anderen hilft, die Sünde ähnlich zu hassen, wie Christus sie hasst? Und ich muss ehrlich gestehen, eine echte Antwort, ein Bibelvers, wo diese Frage so in der Form beantwortet wird, habe ich jetzt nicht gefunden. Aber ich habe den Eindruck, dass Gott uns, besonders auch in unserer Gemeinde in der letzten Zeit, einfach zeigt, wie die Methodik funktioniert. Wie können wir lernen, wie Christus zu denken, über Sünde, über das Leben als solches oder über etwas anderes. Und als ich schon fertig, beziehungsweise die Entscheidung stand schon fest, worüber ich heute predige, dann höre ich vor zwei Wochen die Predigt und wir hören von dem wunderbaren Jesus, der über allem steht, der die Macht hat über alles, aber auch gleichzeitig unser Erlöser ist. Dann höre ich die Gebetsanleitung am Freitag und es wird wieder eine Anwendung und ein Hinblick auf den großen Jesus Christus, den wir uns vor Augen halten müssen. Und deswegen wage ich heute auch wieder einen Versuch. Und ich denke, das ist der Schlüssel dazu, wie wir lernen können, wie Christus zu denken, wie Christus über Sachen zu urteilen. Indem wir Jesus Christus kennenlernen, indem wir Gott Vater kennenlernen. Einsteigen wollte ich aus dem Hebräerbrief, das zweite Kapitel, die ersten paar Verse, die ersten vier Verse. Deswegen, schreibt dort der Schreiber an die Hebräer, deswegen müssen wir umso mehr auf das achten, was wir gehört haben, damit wir nicht etwa am Ziel vorbeigleiten. Denn wenn das durch Engel verkündete Wort fest war und jede Übertretung und jeder Ungehorsam gerechte Vergeltung empfing, wie werden wir entfliehen, wenn wir eine so große Rettung missachten? Sie ist ja, nachdem sie ihren Anfang damit genommen hatte, dass sie durch den Herrn verkündet wurde, uns gegenüber von denen bestätigt worden, die es gehört haben. Wobei Gott zugleich Zeugnis gab durch Zeichen und Wunder und mancherlei Machttaten und Astaulingen des Heiligen Geistes nach seinem Willen. Bevor ich den, wie man so schön sagt, den Finger erhebe und uns allen erzähle, was wir zu tun haben, wie wir uns einzustellen haben, müssen wir über das Wort, das erste Wort im Vers 1 reden. Dort steht nämlich, deswegen, ja weswegen, bevor wir etwas tun, gibt es einen Grund, eine Motivation, es gibt einen Ausgangspunkt, an dem wir uns richten können, der uns hilft zu verstehen, warum wir denn etwas tun sollten. Und wir haben eigentlich keine andere Wahl, als uns wirklich das ganze erste Kapitel in groben Zügen anzuschauen, um zu gucken, warum sollten wir denn darauf achten, was wir gehört haben? Deswegen müssen wir umso mehr, lasst uns darüber reden, was bedeutet, weswegen sollten wir umso mehr darauf achten, was wir gehört haben? Und das erste Kapitel vom Hebräerbrief das ist eine Wucht, das ist wirklich ein geistlicher Inhalt, der wahrscheinlich im ganzen Leben nicht ausgepredigt werden kann. Dort lesen wir Folgendes, ab Vers 1, Hebräer 1:1. Nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat in den Propheten, hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet im Sohn. Also eine wichtige Information von der Zeitrechnung, das Ende, also am Ende der Tage, das ist seitdem Jesus auf dieser Erde wandelte, das ist das Ende oder am Ende. Gott hat schon immer den Menschen seinen Willen kundgetan, indem er Propheten sandte.
am Ende der Zeit, das heißt also der Höhepunkt seiner Botschaft an uns war, als der Sohn Gottes, als sein Sohn Jesus Christus auf die Erde kam und sagte, das ist der Wille Gottes, den ihr leben sollt. Das ist Gott, das ist derjenige, auf den es ankommt. Und er hat ihn nicht nur gesandt als Botschafter, als Prediger, sondern den er zum Erben aller Dinge eingesetzt hat. Und wenn in der Bibel steht aller Dinge, sind alle Dinge gemeint. Das ganze Universum, alles was materiell da ist, jeder Mensch, jedes Tier, alles was es gibt, außer Gott, ist Besitz von Jesus. Gott sagt über Jesus, durch den ich geredet habe, hat die höchste Autorität, denn gehört ihm alles. Er ist der Maßstab für alles, durch den er auch die Welt gemacht hat. Und das ist das, was wir auch vor 2 Wochen gehört haben. Durch der Schöpfer, der Jesus Christus, ist der Schöpfer dieser Welt. Er war derjenige, durch den Gott diese Welt schuf. Durch den er auch die Welt gemacht hat. Noch nicht aus. Er ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und Ausdruck seines Wesens. Und wisst ihr, wenn man sich diese zwei Sachen einfach mal anschaut, dann läuft es einem kalt den Rücken runter, wenn wir in der Bibelstunde lesen von den Pharisäern, die sagen, sie haben ihm nicht geglaubt oder sie verstanden ihn nicht oder sie haben ihn abgelehnt, sie wollten ihn sogar töten. Es ist fast unvorstellbar, wie kann man die Ausstrahlung der Gottheit, Ausstrahlung Gottes ablehnen? Wie kann man den Ausdruck des Wesens Gottes ablehnen? Und wisst ihr, hier ist eine wunderbare Aufgabe für uns. Wir haben 4 Evangelien, wo wir studieren können, wie war denn Jesus in seinem Wesen? Wie war er denn? Denn die Frage haben auch die Jünger gehabt. Und Jesus fragt, wieso fragt ihr mich? Du hast doch mich gesehen. Wie sagst du, zeig uns den Vater? Das Interessante dabei ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit. Wenn wir wissen wollen, wie herrlich ist Gott, schauen wir uns seinen Sohn an, der sich in einem Körper uns der Welt offenbarte. In dem Wort, was er hat schreiben lassen, uns bis heute erhalten geblieben ist. Die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit. Übrigens können wir heute nicht bis zu Ende machen, muss jeder zu Hause anfangen und dann bis zum Lebensende nicht aufhören damit, zu studieren, was es bedeutet, dass Jesus, der Sohn Gottes, die Ausstrahlung der Herrlichkeit Gottes ist und Ausdruck seines Wesens. Wenn wir uns fragen, wie ist Gott oder wie steht Gott zu dem oder zu jenem, dann können wir in der Bibel ganz klar sehen, wie steht denn Jesus zur Sünde? Das ist ein Ding, wo er sein Leben für hingeben muss, weil er das nicht ertragen kann, dass Sünde regiert. Wenn wir uns fragen, wie sehr liebt Gott die Welt, dann ist der Ausdruck seines Wesens in Jesus Christus, der am Kreuz für uns hängt, dessen Mal wir uns heute gedacht haben. Jesus Christus am Kreuz ist der Ausdruck des Wesens Gottes. So ist Gott, der Jesus seinen Sohn opfert, weil er uns liebt, weil er die Sünde so nicht stehen lassen kann und den Sieg er nicht überlassen kann, sondern er erwirkt die Rettung. Der Ausdruck seines Wesens, das ist Jesus Christus. Also wir haben eine große Verantwortung, den großen Gott kennenzulernen und ihn immer mehr kennenzulernen. Und alle Dinge durch das Wort seiner Macht trägt. Ihm gehört alles. Wenn wir wissen wollen, wie Gott ist, schauen wir uns sein Leben an. Und alles, was jetzt funktioniert oder nicht funktioniert, alles, was heute im Universum Bestand hat, hat nur deswegen Bestand, weil Gott sein Wort dazu gibt. Weil Jesus Christus, der Sohn Gottes, die Kontrolle darüber hat. Ich versuche es immer so zu verstehen. Stellt euch mal vor, ich weiß nicht, wie viele Milliarden Zellen wir im Körper haben. Und in jeder Zelle ist praktisch eine Chemiefabrik. Und jeglicher dieser Prozesse hat mein Herr, der Schöpfer der Welt, der Ausdruck Gottes, hat das jetzt im Griff. Es funktioniert, weil sein Wort Bestand hat, weil er es möchte. Jesus Christus, der Ausdruck seines Wesens, der alles durch sein Wort trägt.
hat sich, und jetzt, das ist so interessant, ich bin immer begeistert davon, wie viel Inhalt in der Bibel in einem Vers versteckt sein kann, und alle Dinge durch das Wort seiner Macht trägt, hat sich, nachdem er die Reinigung von den Sünden bewirkt hat, zu Rechten der Majestät in die Höhe gesetzt. Nebenbei wird das ganze Rettungswirken Gottes und Jesus Christus erwähnt, bevor er dahin zurückkehrt, wo er hingehört, nämlich zu Rechten Gottes. Jesus ist nicht nur, Gott ist nicht nur, der für uns am Kreuz stirbt. Gott ist, der von Anfang an die Schöpfung gewirkt hat. Gott ist der, der Jesus Christus, in Jesus Christus sein Wesen offenbart hat. Gott ist der, der rettet, aber gleichzeitig jetzt zu Rechten Gottes sitzt, da wo er hingehört, nämlich als Herr über das Universum. Als Herr über alles Geschaffene sitzt er da, wo er hingehört. Und das ist genauso wichtig wie sein Sterben und wie sein Schöpferwille, Schöpferkraft. Jesus Christus ist derjenige, der zu Rechten der Majestät sitzt. Jetzt gibt es eine Bibelstelle. Zum Beispiel hat diese Bibelstelle mal ein Jehovas-Zeuge mir gegenüber erwähnt, um zu argumentieren, dass Jesus nicht Gott sei. Vers 4. Und er ist um so viel erhabener geworden als die Engel, wie er einen vorzüglichen Namen vor ihnen geerbt hat. Denn zu welchem der Engel hat er jemals, also Gott, gesagt, mein Sohn bist du, ich habe dich heute gezeugt und wiederum, ich werde ihm Vater sein und er wird mein Sohn sein. Und das war der Grund, er sagt, guck mal da, Gott hat Jesus gezeugt, der war nicht von Anfang da, also Gott, Jesus ist nicht Gott. Ja, Sohn Gottes ist okay, aber lasst uns mal logisch überlegen. Wir in der Welt sind leider verdorben durch verschiedene Kulte, die wir in der Welt haben. In der griechischen Mythologie gibt es das öfter, dass Götter mit anderen Göttern Kinder haben, die dann wiederum komische andere Götter werden, oder Götter mit Menschen, da sind die Menschen Halbgötter. Also im Grunde genommen ist diese Theorie, dass ein erhabenes Wesen einen Sohn hat, das nicht so erhaben ist, ja, nicht diese gleiche Macht hat. Im Grunde genommen sagt Gott hier, mein Sohn bist du, heute habe ich dich gezeugt. Was sagt Gott damit? Ich und du sind wesensgleich. Es ist so, also mein Sohn oder meine Tochter ist ein vollwertiger Mensch, ist kein Halbaffe. Würde keiner auf die Idee gekommen, so seine Kinder zu bezeichnen. Aber wir tun so bei Gott und denken, das ist noch geistlich und sagen, ja, das ist nicht ganz Gott, weil der wurde später geschaffen. Und das Zeugnis der Bibel sagt, nein, du bist mir wesensgleich. Ich bin Vater, du Sohn. Wir beide gehören zur gleichen Spezies. Wenn ich Gott, Vater der Ewige bin, bist du Sohn der Ewige. Übrigens, die haben einfach nicht weitergelesen. Wenn wir in diesem Kapitel weiterlesen, dann haben wir das Zeugnis Gottes, dass Jesus ewig ist. Das heißt also, man muss es immer im Zusammenhang sehen. Wenn er aber den Erstgeborenen wieder in den Erdkreis einführt, spricht er, und alle Engel Gottes sollen ihn anbeten. Also nebenbei wird erzählt, dass Gott Jesus angebetet wird durch die Engel. Wir kennen das aus der Apokalyptik, dass die Engel einen Dienst der Anbetung vor Gott verrichten. Und von den Engeln zwar spricht er, der seinen Engel zu Winden macht und seine Diener zu einer Feuerflamme. Also nichts anderes bedeutet das, dass Gott derjenige ist, der Engel befiehlt. Gott sagt, du Engel hast die Aufgabe, du machst das. Wir kennen das aus Daniel, dort wird beschrieben, dass der Engel gesandt wird, ein bisschen rumkämpfen muss, bis er Daniel erreicht. Aber wir kennen die dienstbaren Geister, die Gott befiehlt. So, das ist eine klare Hierarchie. Gott, der Schöpfer, hat dienstbare Geister, die ihm gehorsam sind. Und auf dieser Ebene ist Jesus Christus nicht. Von dem Sohn aber, und jetzt dein Thron, Gott, ist von Ewigkeit zu Ewigkeit das Zepter der Aufrichtigkeit. Und das Zepter der Aufrichtigkeit ist Zepter deines Reichs. Gott, der Vater, geht zur Seite und sagt, du Sohn, Gott, du, der du das Zepter der Gerechtigkeit in der Hand hältst, du bist der Ewige. Du hast Gerechtigkeit geliebt und Gesetzlosigkeit gehasst. Wir sehen hier die Eigenschaften Gottes. Darum hat dich Gott, dein Gott, gesalbt, ausgestattet für einen bestimmten Dienst, ausgesandt mit Freudenöl und vor deinen Gefährten. Jesus ist der von Gott Beauftragte, um Gottes Wesen in der Welt
zu zeigen und ist gekommen, um zu sterben. Und du, Herr, das redet immer noch Gott zu seinem Sohn. Gott Vater redet über seinen Sohn. Du, Herr, hast im Anfang die Erde gegründet. Also man müsste den Jehovas Zeugen einfach mal, wenn ihr Mohammed spricht, nehmt die Bibel aus deren Hand und zeigt ihnen die Verse danach, wo Jesus Christus, der ewige Gott, vom Vater geehrt ist. Und das ist wichtig zu wissen. Ihr denkt noch dran, ne? Wir haben angefangen deswegen. Alles, worüber wir jetzt reden, ist der Grund, die Motivation, der Standpunkt, von dem wir ausgehen müssen, um etwas zu tun. Wenn wir uns fragen, warum sollte ich etwas tun? Ja, deswegen, weil Jesus Christus der Herr des Universums ist. Und du, Herr, hast vom Anfang die Erde gegründet und die Himmel sind Werke deiner Hände. Sie werden untergehen, du aber bleibst und sie alle werden veralten wie ein Gewand. Also im Grunde genommen, die gefallene Welt wird wieder vernichtet und wie ein Mantel wirst du sie zusammenrollen, wie ein Gewand und sie werden verwandelt werden. Du aber bist derselbe und deine Jahre werden nicht aufhören. Das Zeugnis Gottes des Vaters über das Zeugnis seines Sohnes, du bist mir wesensgleich. Ich bin derjenige, der dich ehrt und dich wirklich erhebt, dich verherrlicht. Das ist die Verherrlichung Jesu Christi, als Gott sagt, du, oh Gott, bist Gott in Ewigkeit, dein Zepter ist Gerechtigkeit. Zu welchen der Engel hat er jemals gesagt, also Gott, zu welchen der Engel, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege als Schemel deiner Füße. Gott, der Vater, ehrt seinen Sohn Gott und sagt, du, dein Platz, ihr gehört zu mir, zu meiner Rechten. Und ich, Gott Vater, werde deine Feinde dir als Fußabtreter hinstellen. Du wirst derjenige sein, der über alles herrscht. Und ich bin der Vater, der dich verherrlicht, aufgrund deines Dienstes auch natürlich an den Verlorenen. Hier geht es noch ein bisschen um die Engel. Und dann sehen wir die Aufgabe der Engel in Vers 14. Sind sie nicht alle dienstbare Geister, also die Engel, die Gott nicht neben sich gerufen hat? Sie sind dienstbare Geister, ausgesandt zum Dienst, um deren Willen, die das Heil erben sollen. Also falls ihr euch gefragt habt, ob es Schutzengel gibt, hier ist die Antwort. Gott hat Engel ausgesandt, um deren Willen, die das Heil erben sollen. Wenn wir in Christus sind, sind wir Erben seines Heils und die Engel dienen uns in der Verantwortung vor Gott, weil Gott sie ausgesandt hat. Uns zum Heil. Und jetzt gehen wir zurück auf Kapitel 2. Jetzt überlegen wir uns, wenn ich jetzt zu euch sage, deswegen müsst ihr umso mehr darauf achten, was wir gehört haben, dann wisst ihr, dass das nicht ein Wunsch von Andreas ist, sondern ihr wisst, das ist die Schlussfolgerung aus dem davor Gehörte. Wie kann ich als jemand, der Gott nicht in dieser Form kennt, wie kann ich auf seine Worte nicht hören? Das ist doch ein Ding der Unmöglichkeit. Ich kann doch niemals Gottes Wort verachten, wenn ich weiß, wer er ist. Wenn ich gemerkt habe, was für eine Macht er hat, wie sehr er die Welt liebt und gerettet hat. Übrigens im Kapitel 2 und 3 und 4 wird nochmal ganz genau aufgezeichnet im Hebräerbrief, was Jesus Christus als Erlösungswerk für die Menschen getan hat und was für eine Wirkung das hat und wie sehr er den Menschen dadurch ehrt und nicht für Engel ist er gestorben, sondern für Menschen, die eigentlich ein bisschen darunter stehen. Und das ist wirklich ein wunderbares Argument. Das heißt also, wenn ihr euch angegriffen fühlt davon, wenn ich euch ermahne, deswegen achtet drauf, nicht wegen mir, weil ihr Jesus Christus kennt hoffentlich. Deswegen achten wir auf das, was wir gehört haben, damit wir nicht am Ziel vorbeigleiten. Denn wenn durch das Engel verkündete Wort fest war und jede Übertretung und jede ungehorsam gerechte Vergeltung empfing, wie werden wir entfliehen? Am Anfang des ersten Kapitels haben wir gelesen, dass Jesus, Gott am Anfang durch Propheten redet. Und hier die Engel, die hier genannt sind, Engel bedeutet ja nichts anderes als Bote Gottes. Und ein Prophet war ja, selbst wenn er Mensch war, auch ein Bote Gottes. Und dass Jesus durch die Boten Gottes im Alten Testament oder auch durch Engel direkt zu dem Volk sprach und sie waren ungehorsam, ist die Strafe genauso gekommen, wie Gott sie angerichtet hat. Wie Gott sie angekündigt hat. Und diese Wahrheit darüber, dass Gott zu seinem Wort steht, steht uns nochmal eine größere Verantwortung. Denn am Ende der Zeit hat Gott durch Sohn geredet.
Das heißt also, die Wichtigkeit der Worte, die wir in der Bibel niedergeschrieben haben, wo Gott zu uns direkt redet, ist deshalb wichtig, weil Jesus Christus zu uns geredet hat und er hat die Heilsbotschaft, die wir brauchen für unser Leben und für unseren Alltag. Es darf nicht sein, dass ich mich um mich drehe und mich frage, okay, wie kriege ich mich motiviert und wie kriege ich das hin? Ich muss von mir wegschauen auf den Schöpfer dieser Welt, auf den Erlöser, meinen Erlöser, auf den, der zu Rechten Gottes sitzt, auf den, den Gott sagt, du bist Gott in Ewigkeit. Auf den muss ich schauen und dann sagen, aus dieser Kraft, aus dieser Verantwortung heraus bin ich natürlich verpflichtet, das ernst zu nehmen, was Gott sagt. Die Warnung, die hier drin steckt, liegt darin, dass Menschen in der Lage sind, sich selbst so weit zu betrügen, dass sie nicht mehr auf dem Weg sind, der sie zum Heil bringt. Es gibt ein paar Verse weiter, oder ein Kapitel auch weiter, in Kapitel 3, ab Vers 7, gibt es noch eine Warnung. Und zwar, inzwischen wird im Text, das können wir heute nicht darauf eingehen, aber inzwischen wird im Text erklärt, wie Jesus Christus das Erlösungswerk vollbracht hat. Das heißt also, es wird ein weiteres Argument geliefert, warum wir etwas tun sollen. Übrigens, der Vers fängt auch deshalb genauso an, wie auch Kapitel 2. Vers 7 in Kapitel 3. Guck mal genau hin. Deshalb, also aufgrund der Tatsache, was Jesus Christus für dich als Erlösung getan hat, deshalb, wie der Heilige Geist spricht, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet euer Herz nicht. Das ist ein Zitat aus Psalm 95. Und hier haben wir das Zeugnis des Neuen Testaments, dass die Psalmen Gottes Wort sind, vom Geist Gottes geschrieben. Das Zeugnis des Neuen Testamentes ist, dass das Alte Testament Wort Gottes ist und ernst zu nehmen ist. Das heißt also, nur nebenbei, im Neuen Testament werden die Psalme als die Botschaft des Heiligen Geistes identifiziert. Deshalb, wie der Heilige Geist spricht, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht. Wie in der Erbitterung, jetzt kommt ein Beispiel, woran wir uns langhangeln können. An den Tagen der Versuchung in der Wüste, wo eure Väter, das heißt die Juden damals, mich versuchten, indem sie mich auf die Probe stellten. Und sie sahen meine Werke 40 Jahre. Deshalb zürnte ich in diesem Geschlecht und sprach, alle Zeit gehen sie irre mit ihrem Herzen. Sie aber haben meine Wege nicht erkannt. So schwor ich in meinem Zorn, sie sollen nimmermehr in meine Ruhe eingehen. Das Volk Israel lebt in einer schlimmen Zeit. Sie werden versklavt. Ihre Söhne müssen getötet werden. Ihr Lebenswert, es gibt keinen. Sie werden schlimmer wie Vieh behandelt. Und sie rufen zu Gott und Gott schafft ihnen Rettung. Mose wird geschickt, ja, die Vorbereitungszeit dauert so ein bisschen, aber irgendwann mal ist Mose da und sagt, Pharao, lass mein Volk ziehen, so spricht der Herr Zebaut. Und das ist etwas, was einem Wunder gleicht. Und Ägypten sagt, nein, meine wirtschaftliche Sicherheit hängt davon ab, dass ich Sklaven habe. Ich kann euch nicht gehen lassen, unsere Wirtschaft bricht zusammen, meine Macht bricht zusammen. Und in großen Wundern kann Gott wirken, dass sie alle die fast rausjagen und auch noch viele Geschenke mitgeben. Die Erlösung, indem das Blut an die Pfosten geheftet wurde, geschieht und sie glauben, dass Gottes Wort wahr ist und tun das und beschmieren ihre Pfosten und der Engel des Herrn geht vorüber und der Tod kehrt nur dort ein, wo der Glaube an Gott, an den ewigen Gott nicht herrscht. Und sie werden erlöst aus ihrer Sklaverei und dürfen raus aus diesem, das heißt also mehr oder weniger, das Volk ist bekehrt aus ihrer sündigen Umgebung hinaus in die Freiheit mit Gott. Aber irgendwie ist das Volk wirklich hat eine interessante Eigenschaft und fordert Gott irgendwann mal heraus. Der Höhepunkt ist darin, als die Botschafter zurückkommen aus dem Land und zeigen die Früchte, sagen, boah, dahin will Gott uns führen. Aber die wissen auch, dort gibt es Riesen und die sagen, nee, Gott, der mich aus Ägypten gerettet hat, der kann mir jetzt nicht mehr helfen.
Und das ist eine ziemliche Beleidigung, wenn man mal das ernst nimmt. Wer Gott ist, wer derjenige ist, der ihnen gesagt hat, das Land will ich euch geben. Mit welcher Frechheit muss der Mensch ausgestattet sein, diesem Gott zu sagen, nee, jetzt glaube ich dir nicht. Wie kann man das wagen? Wohl wissend, dass man trockenen Fußes durch das Meer ging. Wohl wissend, dass Gott einen schützte und die Soldaten Gott nicht angreifen, weil Gott dann Feuerwall dazwischen gemacht hat. Sie verstehen so viel Wunder, die Gott in ihrer Umgebung getan hat. Und obwohl sie aus der Sklaverei gerettet sind, schaffen sie es, den Zorn Gottes auf sich zu ziehen. Und Gott gibt ein Versprechen. Solche Leute kommen nicht in das versprochene Land. Die will ich nicht da haben, wo ich bin. Da, wo mein Name angebetet wird. Wir wissen, das dauert noch ein paar Jahrhunderte, bis dort der Tempel gebaut ist und wirklich der Name Gottes angerufen wird in Israel, in Jerusalem. Aber selbst das war eine Warnung für diese Hebräer, die dies hörten. Wenn ich gerettet bin aus der Sünde, heißt das nicht, dass ich am Ziel bin. Ich habe einen ganz langen Weg. Und in der Bibel finden wir des Öfteren das Zeugnis, es ist wichtig, dass wir bis zu Ende, bis wir die Ziellinie überquert haben. Es gilt nicht, wenn ich auf den ersten 90 Meter der schnellste Mann der Welt bin und dann umkehre. Ich kriege keine Medaille. Übrigens, Olympische Spiele laufen zurzeit. Große Diskussion darüber, was damit zu tun ist. Aber ich kann nicht 5 Meter vor dem Ziel stehen bleiben und zurück. Ja, jetzt bis hierher war ich aber der Schnellste. Wichtig ist, und ich denke mal, deswegen ist diese Ernsthaftigkeit auch in diesem Hebräerbrief, achtet darauf, was Gott euch sagt. Deswegen müssen wir darauf achten. Einerseits, weil Gott alles getan hat, um dich zu retten. Es gibt keinen, wenn man im Guten das, im Positiven sehen will, es gibt keinen Grund, auf Gott nicht zu vertrauen. Denn er hat alles gewirkt, damit wir ihm folgen können. Und deswegen ist es nur logisch, wenn wir nicht ihm folgen, was passiert dann mit uns? Wir sind seiner nicht würdig und die Leute werden am Ziel vorbeigleiten. Sie können das Ziel nicht erreichen. Warum? Weil sie falsch mit diesem Gott umgegangen sind. Weil Gottes Zorn auf sie gekommen ist. Weil sie nicht geglaubt haben. Weil sie nicht gehört haben auf das, was Gott sagt. Denn wenn das durch die Engel verkündete Wort fest war, wie wollen wir entrinnen, wenn Wort Gottes aus dem Munde des Sohnes Gottes kommt? Wie wollen wir entrinnen, wenn wir da ungehorsam sind? Das ist eine Warnung an uns. Wir müssen aufpassen. Wenn wir Wort Gottes lesen, wenn das Wort Gottes in unser Herz spricht, dann dürfen wir nicht die Frechheit besitzen, das zu ignorieren. Wenn du Christ bist, wiedergeborener Mensch, und das Wort Gottes, eine Predigt oder irgendetwas spricht in dein Leben, du hast angesichts dessen, wer Gott ist, wer Jesus Christus ist, hast du kein Recht, das nicht zu befolgen. Wenn du nicht Christ bist, gilt das Gleiche für dich. Jesus Christus, der Schöpfer der Welt, der Retter der Welt, der zu Rechten Gottes sitzt, der alle Macht besitzt, an ihm kommst du nicht vorbei. Du solltest dich bekehren. Diese Worte dürfen nicht einfach so vorbeigehen, denn Gott ist derjenige, mit dem wir es hier zu tun haben. Jesus Christus, der Herr des Universums, steht vor dir und bietet dir die Möglichkeit deiner Rettung an. Und jetzt spielt es überhaupt keine Rolle, wie du dich fühlst, wie du dich annimmst, ob du schlimmer bist als andere. Vor Gott ist jeder Mensch, der nicht im Glauben an Jesus Christus kommt, zu Jesus Christus kommt und um Vergebung bittet, ein Todeskandidat. Über ihn steht das Gericht Gottes und es ist gerecht. Wir haben gelesen, Gott zeugt über seinen Sohn, dein Zepter ist Gerechtigkeit. Und hier ist vollkommen egal, was du für gerecht hältst. Wichtig ist zu wissen, was das universelle Gesetz, nämlich Jesus Christus, Gott Sohn, gesagt hat, was wichtig ist. Es gibt noch eine interessante Ergänzung zu diesem. Wie können wir es wagen, also wie könnten wir entfliehen, wenn wir dem Reden des Sohnes Gottes entfliehen? Weil wir haben ja auch noch ein weiteres Argument, diesem Jesus zu glauben. Ja, wir lesen das weiter. Sie ist ja, nachdem sie ihren Anfang damit genommen hatte, dass sie durch den Herrn verkündet worden ist, uns gegenüber von denen bestätigt worden, also diese Botschaft, die Jesus gebracht hat, ist
in dem Jesus sie sprach, später bestätigt worden, dass das wahr ist. Guck mal, wie das passiert ist. Die es gehört haben, also seine Jünger, diejenigen, die Jesu Predigt zugehört haben, diejenigen, die es gehört haben, es waren viele Leute, die es gehört haben, wobei Gott zugleich Zeugnis gab, durch Zeichen, durch Wunder, mancherlei Machttaten und Austeilungen des Heiligen Geistes nach seinem Willen. Die ganze Botschaft, die nach Apostelgeschichte kommt, die Aposteln, die vom Geist Gottes geleitet geschrieben hat, weil sie Jesus kannten persönlich, weil Jesus in ihr Leben eingegriffen hat und sie wussten, wer das ist. Gott gab Zeugnis diesen Männern, dass sie recht haben mit Wundern. Ich muss immer daran denken, Johannes und Petrus gehen durch die Stadt und die Leute legen die Leute einfach auf die Straße, damit Hauptsache der Schatten von den Beinen auf die fällt und sie wurden gesund. Jesus hat bei Heilungen immer Leute berührt und die Jünger, deren Zugehörigkeit und deren Richtigkeit in ihrer Botschaft hat Gott bezeugt, indem er sagte, ja, ich werde alle Leute heilen, auf deren der Schatten von Johannes und Petrus kommt. Gott hat Zeugnis gegeben, das heißt also, die ganze Bibel, das Alte Testament, was uns schon aufruft, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet euer Herz nicht. Genauso die Evangelien, wo wir praktisch diesen Wesenszug Gottes in Jesus Christus erkennen können, sein Wesen erkennen können, bis hin zu den ganzen Briefen, die Paulus, Petrus, Johannes, Jakobus, Judas schreiben. Das sind die Worte der Zeugen, die Gott mit Wundern begleitet hat. Das heißt also, sie haben die gleiche Autorität wie das, was Gott durch seinen Sohn in den letzten Tagen zu der Menschheit geredet hat. Was machen wir jetzt damit? Am Anfang habe ich euch Geschichte erzählt, wie man mich hat gezwungen, darüber nachzudenken. Wie kann ich als Christ lernen, die Sünde zu hassen, die ja wieder, immer wieder der Stolperstein ist? Man spricht manchmal so von Lieblingssünden. Manchmal wissen das die Leute, andere nicht, scheinbar so was Kleines. Aber vor Gott ist nichts verborgen. Wie kann ich die Sünde hassen, wie Gott sie hasst? Und meine Antwort bis heute ist die, ich muss mich mit der Person Jesu Christi beschäftigen. Es geht nicht anders. Ich kann nur dort, nur deshalb verstehe ich, weil ich handeln muss, weil Jesus Christus der Herr des Universums ist, weil er handelt, so wie er ist, weil in ihm erkennbar ist, wie Gott ist. Die ganze Motivation kann nicht aus mir herauskommen, sie muss von da kommen, denn dann hat sie Bestand. Meine Erfahrung, mein Ich, mein Sein hat überhaupt nichts, keine Aussagekraft. Ich lebe 80 Jahre, bin weg und keinen interessiert es mehr. Aber was Gott durch seinen Sohn geredet hat, hat Ewigkeitsbestand. Wir haben die größte Motivation. Derjenige, der uns leiten will, das ist der, der alles in der Hand hat, aber der auch das Wesen der Liebe in eine neue Dimension gehoben hat, indem er sich selber als Opfer gab, damit vor Gott ein gültiges Opfer geschieht, uns zur Rettung. Denn wir hätten niemals, niemals hätten wir es geschafft, in irgendeiner Weise Gott zu gefallen. Jedes Mal, wenn ich versuche, irgendetwas Großes über Gott zu sagen, komme ich mir vor wie ein Taubstummer. Ich habe keine Ahnung, wie ich ausdrücken kann, wie groß Gott ist. Ich weiß nicht, welche andere Worte ich nutzen kann, um vielleicht euch anzuzünden und zu sagen, boah, so groß ist Gott. Ich kann euch nur ermutigen, schaut in das Wort Gottes, was Gott uns hinterlassen hat. Sucht danach, wer ist Jesus Christus, wie ist er? Denn in ihm ist unser Glück. Wir haben vor kurzem die Predigt gehört, Jesus Christus ist unser Schicksal. An ihm wird alles sich messen müssen. Und ich hoffe, dass wir heute uns ermutigt fühlen, diesen wunderbaren Herrn, der alles in seinem Hand hält, der trotz unserer Sünde uns immer wieder gehalten und uns Gutes getan hat, dass wir ermutigt sind, ihm zu folgen. Denn in ihm haben wir, wie ich denke, die maximale Motivation für das, für die Nachfolge, für das, was wir tun sollen. Deswegen müssen wir umso mehr darauf achten,
was wir gehört haben, damit wir nicht am Ziel vorbeigleiten. Das ist die wichtige Aussage an denjenigen, der schon Gott nachfolgt. Jesus Christus nicht aus dem Fokus zu verlieren. Derjenige, der noch nicht nachfolgt, Jesus Christus ist die einzige Rettung, die du hast. Und in Gott haben wir den Beweis, dass der, der uns gerettet hat, nicht nur unser Retter ist, sondern wir gehören ihm. Amen.